Hallo zusammen bei Minecraft, mir gegenüber der Anduin Twin Dulan. Hallo, grüß Und euch. ich bin die Debra Nachtwind und wir starten in den zweiten Tag oder in die zweite Session von Minecraft Let's Play. So, ja. Axt ist schon geschliffen, hack schon los. Alles klar. Wir schaffen uns hier mal ein Feld, wo wir unseren Spawnpunkt, unseren Turm hinstellen können, den ich in Gedanken schon entworfen habe. Was gibt's so zu lachen? Ich kenne ja die Tibra. Ah, was ist da? Ui, brennendes Zombie. Nichts Besonderes. Ja, der hat dich angesehen und ist umgefallen. Ist irgendwie in Flammen aufgegangen. Genau. So, bringen wir das Ganze mal auf Niveau. Ein bisschen Korn habe ich auch schon Also, ob uns das angebaut. gelingt, dass wir das Let's Play auf ein Niveau bringen. Naja, keine Frage, keine Ahnung. Immer so. Ah, okay. So, da muss ich das einmal weggraben. Ui, jetzt hätte ich schon gleich die Säule weggeräumt, was der Eckpunkt ist. Das ist nicht gut, sonst kennen wir ja gar nicht mehr aus. Nein, nein, jetzt steht eh noch. Gut. Ist ja nichts passiert, ist ja noch alles da. Ah, die Spinne nehmen wir aber mit. Spinne, Ja. komm her da, Spinne. So. Jawohl, Spinne da. Na geh, ich brauche keine Spinnenauge, ich brauche Fäden. Ja. Für eine Angel. Jawohl, Fäden. Coolo. So, ich laufe jetzt einfach einmal den Rand ab und hack die Bäume weg. Das ist super. Und ich hack mich dann auch durch die Gegend von Wenn innen heraus dann die raus. nächste Nacht beginnt, fange ich dann schon mal an, mich dort, wo der Spawnpunkt hinkommt, nach unten zu graben. Aller Zwerg halt, ne? Ja. Für unsere Zuseher, dort wo der Spawnpunkt hinkommt, also die Tibra hat ja vorher, ich glaube, es ist beim letzten Video schon kurz erwähnt worden, dass da in der Mitte, also genau in der mittigsten Mitte aller Mitten am Nullpunkt, ein kleiner Turm entsteht und vom Turm praktisch das Kellergeschoss des Turms wird dann gleichzeitig Stiegenhaus bis ins Grundgestein runter, wo man halt dann Richtung Mine runterkommt. Genau, und dort betreiben wir das richtige Mining. Da wird dann Strip Mining betrieben, jawohl. So, irgendwo belästigt mich akustisch der Zombie. Hoppla. Da. Oh, ein Apfel. So, den nehmen wir auch weg, weil der steht dann da wirklich knapp. Wie willst du die Umrandung von dem Grundstück machen? Also ich hätte gern eine kleine oder Mauer mit oben einen Abschluss, so dass auch Spinnen nicht drüber können. Das heißt ein Okay. bisschen überstehend. Alles klar. Und wo man oben vielleicht rundherum gehen kann. Also nichts Großartiges, aber doch. Aber schon eingefasst mit dem Mauerwerk. Ja, schon. Ja, weil dann nehme ich die Bäume, die so ja, mit zwei, drei Abstand nur sind zur Grundstücksgrenze, auch weg. Die sind zu knapp, ja. okay. Gut. Gut. Wie Na hat's gut, wenn es gemacht? gut ist. Ja. Jetzt haben wir da geklappt. Den, was ist denn das überhaupt? Das Violette, wie heißt das? Den Flieder haben wir abgebaut, wegen der Spinne.
Also wie ich Tibra kenne, braucht sie ja sowieso Pflänzchen zum Verschönern dann des Ja, Grundstücks und deshalb natürlich. kommt dieser Flieder Das dann gleich in die mit dem Haar Kiste. und auf den Schmuck und die Pflänzchen kommt das dann an. Muss ja richtig schick ausschauen. Soweit hat im Minecraft etwas schick ausschaut. Oh, mit ein bisschen Fantasie. Stimmt da. Elefanten, man braucht viel Aber es ist für ja nur eine Elefanten. Zeitfrage. Wie lange spielen wir jetzt schon Minecraft? Boah, ich kann mich noch Eineinhalb erinnern. Jahre? 2 Jahre? Sicher 2 Jahre. Ich kann mich doch erinnern, wo man das erste Video gesehen hat und ich denke mal, wer bitte spielt Blöckchengrafik? Okay, Mit der ich gehe Zeit gerade. gewöhnt man sich wieder dran. Wobei das Texturpack, das Conquest Texturpack, was wir da verwenden, ja wirklich, also für 32-Bit-Grafik ja wirklich super ist eigentlich. Also Bit 32 mit 32 Pixel, glaube ich, oder was weiß ich. Hast du auf die Uhr geschaut? Ich nämlich nicht. Aber wir sind ja mitten im ersten Tag, also ist das. Wenn der Abend anbricht, sind es 10 Minuten. Alles klar. Ja, stimmt. Uch, jetzt da wäre eigentlich gar weit raus. Die Bäume abbauen. Nein, es passt, es passt. Es passt. Aber weißt du, wenn man mal so im Spiel drinnen ist, dann hat Zeit keine Bedeutung mehr. Ja, das stimmt. Man sieht eigentlich durch das Videoaufnehmen da jetzt für die YouTube-Kanäle, wie schnell die Zeit da vergeht bei den Games. 20 Minuten Man ist gar nichts. muss wirklich aufpassen, dass man nicht immer drüber kommt. Gehe wieder auf meine Anhöhe und versuche das alles zu abzugraben, sagen wir so. Ist der Baumstamm schon weg, oder? Ah, nein, da ist er noch. Der muss weg. Ja, ich habe ihn nicht ganz erwischt. Du, im Osten gerade den Hügel rauf steht ein Sprengmeister. Falls du dich duellieren willst. Wollen. Müssen, Wo? ich befehle Ah, es dir. da. Ah, ja, so viel zu wollen. Ich bitte dich darum. Uhum. Weißt du? Naja, passt, passt, passt. Bin schon dran. So, springe ich weg. Sehr gut. Ja, schön. So, dann laufen wir mal wieder retour und sammeln Äpfel und Setzlinge ein. Ja, es wird hier nachher wieder alles angepflanzt und angelegt. Es wird quasi ein Designergarten. Oh Gott. Hey, meine Gärten sind immer schön. Und sehr Na, abwechslungsreich es war eher wegen dem Wort, also die Designer und auch. Garten, das wird meistens irgend so was Kaltes mit 3 Grashalme. Na, no. Nicht bei mir. Die dann in grellen Neontönen angestrichen sind. Ja. Was denn? Das Schweinchen steht da Oh, Äpfel. auf den Überresten des Baumlaubs und schaut. Bis Komm es runter fällt. da. So. Weg. Husch, husch. Husch, husch, husch. Genau. So, dann nehmen wir den da noch weg. Ah, da vorne sehe ich einen kleinen Teich mit Sand. Generell Wüste und Sand, wir brauchen für Gra Gras. Auf Wüste kann man gut Gras züchten. Es Glas. wächst so toll. Für Glas.
Glas wächst auf Sand. Sand Nein, das wird brennt Sand. produziert, ja. So, wo sind wir? Da ist der Eckpunkt. Und wo ist der nächste? Der muss da irgendwo sein. Ah ja, da leuchtet es durch. Den dann nehmen wir auch weg. Der steht ein bisschen sehr knapp. Ui, Riesenbirke. Ah, Riesenbirke war da gerade. Cool. Ich werde mir dann gleich deinen Mittelpunkt anziehen, den du gesichert hast. Hast du schon eine Türe drinnen? Nein. Okay, dann laufe ich zurück. Aber ich habe eine Türe mit. Gut, ich drehe wieder um. Das ist aber noch nicht sehr fertig da. Komme ich gerade drauf. Das Mach mal ist. Eigentlich ist das da. etwas Licht. Das ist viel Licht. Was aus? Aus mit Licht. Aus mit Licht? Warum aus mit Licht? Das ist offiziell. Luxus. So. Wo ist die Mitte? Wo geht's nach unten? So, irgendwo da müsste die Mitte sein. 0, genau. Minus 2, minus 1, 0. Da ist der. Bin auf der Mitte und spring mir nicht auf den Kopf. Ach so, bist hier rennen. Ich glaube, du Das kommst heißt, da durch. da kommt das, ja, das 3x3, die Säule her. Müssen da noch eins raus. So, da ist die Mitte. Das heißt, da gingen die ersten Stufen runter. Ach so. Da gingen dann die ersten Stufen runter. Ah, okay, hier. Na, Moment mal, du bist eins zu weit. Was bin Der ich? Mittelpunkt ist ja 3x3. Machen wir den in die Mittelsäule, oder? Ja. Also fängt das an bei minus 2. Wirst du es schon richtig machen. Nicht? Ja, sicher, weil da ist 0. Ja, passt. Okay. 3. Ja. Passt richtig. Stimmt. So, gleich geht es dann mit Steinwerkzeug weiter. Ich verbrauche nur da die Holzspitzhacke. Ich werde dann gleich anfangen, oben den Mittelpunkt auf dem richtigen Niveau zu markieren, den Boden zu legen, sobald ich ihn gebrannt habe. Und dann kann man hier oben schon. Oder wie? Mit dem Futter. Häuschen beginnen. Genau. Das war meine Idee.
musst mir nur sagen, was ich machen soll. Dann kann ich dir in der Zwischenzeit helfen. Wo ist denn die Tür hingekommen? Tür? Ja, hattest du nicht eine? Ja, die habe ich noch immer herinnen. Okay. Ich glaube, das zahlt sich gar nicht aus, da eine reinsetzen, oder? Mach mir irgendwo ein Loch, damit ich weiß, ob Tag oder Nacht. Geht die Sonne auf im Osten. Jetzt geht es etwas schneller weiter. Eigentlich könnte das gleich flächig runtergraben. Ja, könntest du. Kommt dann außerhalb von dem Stiegenhaus eine Außenwand, oder? Ja, zumindest unter dem Niveau vom Erdgeschoss. Ja, dann nehmen wir. Dann würde ich sagen, ich grabe mir da jetzt einfach flächig nach unten mit den 11x11. Hast du dir hier oben einen Spawnpunkt oder einen umgesetzt? Oder denn sonst drauf? Achso. Mit Erdblöcken und dann wieder runtergraben oder? Nein, ich kann das schon mit einem Spawnpunkt machen. So, ich werde da irgendwo, sollte man sich da rausgraben. Ja. Damit wir sehen ungefähr, wie es ist. Noch dunkel. Ja. So. Aha. Wie hänge ich da fest? Ah, jetzt bin ich. So, zack, null. 1, 1, 2, 3 und die Mauer. Und die Mauer, genau. Das heißt, ich müsste hier jetzt sein. Auf minus 5 plus 5, genau. Noch immer dunkel. Dann mache ich mal ein Home. Hoppala. So, das setzen wir mal ein. Mit Home. Eine Fackel. Warmwelt. Okay, warm. Gut. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist auch wieder ein Eckpunkt. Huch. Was denn? Na, da war nur eine kleine Öffnung im Dach. Ja, die habe ich gemacht, um zu sehen, wie es draußen ausschaut. Achso, ich bin da beim Mittelpunkt, habe ich auch nicht gemacht. Okay. Das jetzt erzählen. Super. So, dann nehmen wir den nächsten Tag noch mit. Ja, natürlich. Dann haben wir wieder 30 Minuten circa. Ja, dass man ein bisschen was sieht.
So, draußen die restlichen Bäume fällen, ne? Genau. Und das Plateau angleichen, denn dann kann ich beginnen mit der Grundfläche. So, wo geht's hier raus? Beim Mittelpunkt. Ah ja. Keine Schön. Monster. Soll ich zumachen? Na, nicht Mache ich schon. notwendig. Okay. Wie schaut's aus mit Monstern? Dort ist ein Skelett. Ui, Ja. und ein Creeper. Creeper. Ein Sprengmeister. Ach, was verbrennt mit dir? Äpfel hatten wir auch. Wie schaut es bei dir mit dem Essen aus? Ich glaube, ich habe noch einen Apfel, drei Äpfel sogar. Na schau. So, ich glaube, ich werde jetzt einmal dann beginnen, das ganze Irgendwie. Gras abzubauen. Ah Da ja. unten. Was willst du abbauen? Das Gras. Ja. Samen. Ich habe zwar schon begonnen mit Samen ansetzen, Ah, aber die cool. kann ich gleich erweitern. Genau. Was brauche ich? Ah, Schaufeln. Ich brauche Schaufeln. Lag noch, wo ist denn unser Häuschen? Die Orientierung ist null. Ah ja, da gehen gehöre ich. Da steht ein Creeper. In Wo der denn? Nähe von unserem Häuschen. Und vor unserem Zufluchtshäuschen stehst im Westen davon. Okay. Zwischen den Bäumen. Komm her. Ja. Ach so, da bei dem Teich, ne? Ja, genau. Ja, da wollte ich ja vorher hin, aber da war irgendwo auch ein Skelett. Wie ist jetzt der Creeper hinkommen? Oh, Schaufeln. Wo bist du? Ach, du bist im Ich bin Häuschen. jetzt im Okay. Häuschen, ja. Im Westen, bei den Bäumen. Bei dem letzten. Gleich hier ist Zischen. Na, da ist er. Ist er ins Wasser geplumpst? Nein, er ist noch da. Also ein bisschen weiter marschiert. Okay. So, komm her. Zip, zip. Hui, 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 hui. Das war knapp. Komm her, du Spinne. Danke. So. Es gibt dann schon ausreichend Fäden für die erste Angel. Sehr gut. Werden wir alles reinlegen. Dann kann ich mir hier gleich dann irgendwo einen kleinen Teich anlegen und angeln. Ich begrenze mal das Grundstück, damit ich weiß, wo ich hingehöre. Mit Erde. Moon für rote Farbe. Samen schmeiße rein. Erde soll ich da direkt bringen oder soll ich die da wieder reingeben?
Die kannst reingeben, ich baue mir sowieso wieder welche ab. Dann kommt sie da Und rein. noch habe ich ja. Geht wie ein Maschinengewehr. Oh, wo ist da der Eckpunkt? Da will Das ich aber. ist der, der im Hügel drinnen ist. Ah ja. Also wo ich ein paar Blöcke runtergraben habe müssen. Okay. Der Hügel ist relativ hoch. Werde es finden. So, dann nehmen wir die Bäume dann noch weg. Die sind ja eigentlich auch noch innerhalb. So, dann muss ich den ganzen Hügel abflachen. Ach ja, ich habe den Eckpunkt gefunden. Oh, jetzt grabe ich mich in diese Richtung. Es dürfte gerade Mittag sein. Ah, okay. Und regnet. Na, Ich hasse ja. Regen. Vorsorglich gebastelte Schaufeln. Oh, wie nehme ich das weg? Den ganzen Hügel wegnehmen ist schon ein bisschen viel, oder? Zumindest musst du mal auf dein Niveau bringen, was du haben möchtest. Stimmt. Würde ja doch etwas merkwürdig ausschauen. Ne? Ja. Aber ah, okay. Okay. Ja. Tolle Arbeit. Richtige für mich. Ja, das ist aber nicht so schlimm, wäre nicht wirklich großes. Okay. Wenigstens haben wir dann etwas Stein. Und mal arbeiten.
geht's schneller. So. Sag mal, wird es schon wieder finster? Okay. Wo laufen wir hin, oder? Also ich mach gleich weiter in der Mine. Okay. In der Mine. Ich gehe in mein Häuschen, denn ich beginne zu brennen. Zu brennen? Ach so. Steinziegel. Okay, oder? Ja. Übersiedle dann beim nächsten Mal. Ja, ich würde übersiedeln, wenn du die Grundsteinplatte hast, also die Platte fürs Erdgeschoss und die erste Decke eingezogen. Okay. Dann macht Sinn, glaube ich. Ja, gebe ich dir recht. Oh, im Ofen ist mal was drinnen. Fackeln habe ich mir nachgemacht. Einen Apfel vertilge ich noch. Und dann würde ich sagen... So, ich setze mir jetzt mal hier das Home. Okay. Ich glaube, ich setze mir auch nochmal das Home. Ja. Okay. Tschüss. Ich bin drüben. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, wir beenden hier wieder eine Folge, oder? Ja. Und wir sehen uns dann wieder am nächsten Morgen. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo, teilen. Und wir sehen uns dann. Ciao. Ciao. Auf bald.